Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Schaut euch mein rechtes Bein an. Habe ich erst gemerkt, nachdem ich die Aufnahme gestartet habe. Sehr cool. Starten wir mit etwas Swag, ne? Ja, ja, keine Ahnung. Ich habe hier so ein bisschen rumgealbert und so, ne? Weil ich halt den Sound testen wollte von der Aufnahme und dem Spiel und so, ne? Und ja. Da ist mir eine kleine Sache übrigens aufgefallen. Ich weiß nicht, ob man das hört, ne? Aber aus meinem Controller kommen Geräusche, was ich bisher noch nie gehört habe, ne? Weil ich halt hier mit Kopfhörer sitze, ne? Aber hier, ich versuche das mal hier am Mikrofon dran zu halten. Ich weiß nicht, ob man das hört, ob, weiß nicht, der Ton des Spiels hier das irgendwie übertönt, aber hier. Hör ich gar nicht. Ich höre gar nicht mit Kopfhörer. Ich höre da überhaupt nicht. Und ich habe das gerade erst, als ich die Aufnahme so getestet habe, irgendwie zum ersten Mal bemerkt. Und ja, aus meinem Controller kommen irgendwie so Feuergeräusche, wenn ich das gedrückt halte. Und ich nehme an, bei einigen anderen Sachen auch dann, ne? Aber ich hatte bisher noch nie mitbekommen. Also das ist cool. So, jedenfalls, wir sind hier in Schloss, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber wir sind hier eingedrungen mit Sidolfus und Torgai und wir wollen den Dominus des Feuers hier befreien, ne? Und damit wir den, weiß ich nicht, selber abschnitzen können, ne? Und uns wahrscheinlich hier gegen Benedikta stellen, ne? Und ja, guck mal, wo muss ich hier hin? Torgai, assistiere mir. Ich danke dir. So, wir sind ja mittendrin in der Dungeon. Ich nehme an, Benedikta müssen wir hier bald ihr verkloppen. Wird schon klappen. Wir sind Level 15. Ich bin gefüllt mit McDonald's. Also rein da. Es geht nur durch die Kapelle weiter. Die große Figur scheint Pläne für uns zu haben. So. Okay, warte mal. Kann ich noch mal zurück? Danke. So, mal gucken, was hier so abgeht, ne? Das Spiel hat ja irgendwie, die PlayStation 5 hat ja irgendwie so einige coole Funktionen, ne? Einer davon sagt mir zum Beispiel, wie weit ich im Spiel bin. Angeblich bin ich bei 22% in der Hauptstory. Was irgendwie krass ist. Das heißt, ich bin schon ein Fünftel hier mit dem Spiel durch. Das ist ja ein ganz schön kurzes Spiel. Aber schauen, ne? Außerdem sagt mir halt irgendwie, wie weit ich hier in dieser Mission bin, hier Gegenwind, ne? Angeblich bin ich da erst bei 0%, was irgendwie auch nicht sein kann, weil wir sind ja schon irgendwie mittendrin. Was zur Hölle ist hier passiert? Das sieht aus wie so eine typische, so ein typischer Bosskampfraum in Dark Souls oder Bloodborne. Als wäre ich so verzweifelt, auf den Segen falscher Götter zu warten. Nein, ich warte auf dich. Hab mich auch beeilt. Für Dramatik hast du gesorgt. Gut, zur Sache. Wo sind die Männer und Frauen aus Kielbrück? Du meinst den Dominus. Er wird bis auf Weiteres in Valuts Diensten stehen. Komm zurück, Sidolfus. Ich brauche dich. Stell dir nur vor, was wir erschaffen könnten. Die Welt, die wir wollten. Du willst mich? Dein König will mich. Eine neue Welt will ich auch. Nur nicht seine. Der Wahnsinn, den er dir verkaufen will, ist so leer wie falsch. Begreif es doch endlich. Der König hat dich gerettet und das ist dein Dank dafür? Wie kann man so treulos sein? Ich lass mich nicht benutzen. Nicht so wie du. Was weißt du schon, Sidolfus? Genau. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Oder was du willst. Nur hast du früher immer gesagt, du willst dich nicht verstecken. Hast gesagt, du willst frei sein. Von all dem frei.
sei wieder ehrlich zu dir selbst. Waren deine Ziele es wirklich wert, dass du dich dafür aufgeben musstest? Schließ dich uns an. In deinen Augen etwa dafür schämen, meine Vorzüge für mich zu nutzen? Hab ich nicht gesagt. Aber so wie es aussieht, tust du dir selbst leid. Eine hohe Predigt, Herr Kommandant. Wie konnte ich nur glauben, du könntest dich ändern? Die einzige Person, die mir leid tut, bist du! Ich kann das nicht mehr. Wenn du dich dem Traum meines Herrn in den Weg stellst, lässt du mir keine Wahl. Adieu, Sedolphus. Oh Mann. Bleib da, Clive. Du hast. Okay. Du, Kampf der Esper. Hat er sich in Ramo? Ich warte. Weiß ich nicht, zwei waren super Saiyajin. Hier ist ja auch noch nicht voll verwandelt, oder? Sehr gut, Zed. Oh, Mann. Symbolisch. War es irgendwie eine Göttin oder so? Vernichtet sie. Oh. Hinter dir die Harpenschwestern sind es nicht mehr drei gegen einen. Zu langsam. Ja. Shirada, gegen die haben wir schon gekämpft, ne? Nein, ich habe schon wieder einen super Tag aus Versehen. Ja. Ich dachte, ich habe den Hund hier ausgerüstet. Ey. Wie werde ich denn jemals den Supertrank jetzt zurückbekommen? Nicht zu nahe, Torger. Oh, what? Oh Mann, oh Mann. Ja, jetzt. Dirk. Diese Art passiert, wenn du mich mitmachen lässt, Zed. Oh Gott. Nein, ah. Ja, auf einmal danke. Ich will eigentlich auf dich gehen, weil du schon fast tot bist. Oh, da habe ich eine Parade gemacht. Waren aber nicht die ganzen Verwandlungen, die wir hatten, ne? Weil die sahen, ich weiß nicht, wie Garuda aussieht, aber Ramo ist normalerweise ein älterer Herr, ne? Ein alter Mann mit so einem Stab. Aber den gab es auch in Final Fantasy 7, ne? Im Remake. So als Esper, ne? So, schon mal weg.
Oh nein. Sie will Rache, Torkel. Pass auf. Oh Gott. Ah, wie gut, dass ich ja so gut wie nichts abgezogen habe, ne? Oh Gott. Oh, ich habe ja eins gedrückt, Mann. Au. Ja, voll da reingedüst. Oh. Oh, eins im Tag werden. Vielleicht nicht schlecht. Nein. Ja. Ja, und ich glaube nicht einen Moment, dass Sid übrigens tot ist, ne? Das glaube ich ein bisschen offensichtlich, dass er noch am Leben ist, ne? Na, da war eine Parade, sehr cool. War genauso geplant, ehrlich gesagt. Ich hätte noch nicht gedacht, dass er klappt. Einsetzen. Nein. Nein, nicht so nah. Ich glaube, er ist so gut wie tot. Wer? Nein, keiner von denen ist bereit. Das schaffe ich dann noch. Supana und Shirada bezogen. Oh. Ich habe nur einen Supertank verschwendet. Ah. Na gut. Alles in Ordnung? Sehe ich so aus? Benedikta ist sicher auf dem Weg zum Dominus. Du musst ihr nach. Schnell, bevor es zu spät ist. Im Gegensatz zu dir hat sie Flügel. Was ist mit dir? Ich brauche hier noch einen Moment. Sicher. Also soll ich den Heiltrank geben oder? Komm, Torgal. Ich hier Torgal hier zum Heilen lassen. Okay. Okay. Ich gehe. Oh mein Gott, ich bin so gut wie tot. Alles klar. So. Dann. Da bringt jetzt nichts, ne? Hast du schon Flügel? So, weiß ich nicht. Was war das? Ich habe nichts. Ich bin halt so geil, wenn man einfach die Konversation verlassen kann. So, wie war das? So, weiß nicht. Also heute hat mit dem Flügel ist sie aus dem Fenster geflogen. Ich weiß auch gar nicht mehr. Was so viel passiert. Da muss ich hin. Da lang. Dann gehen wir da lang. Ja, der kann ich eigentlich voll einfach hier benutzen, um herauszufinden, wo ich hin muss und wo nicht. Ne? So, kann ich jetzt schlafen?
Meteorstein. Alles klar. Hm, ich dachte erst, wir, weiß nicht. Für einen Moment habe ich gedacht, wir können irgendwie Sitch steuern, ne? Weil das Spiel irgendwie was von Dings hier sagt, von Esper-Kämpfen auf der Hülle, ne, auf der Rückseite. Deswegen habe ich gedacht, aber ich nehme an, wir kriegen irgendwie die ganzen Esper auf irgendwann, ne? So stelle ich mir das vor. Ich meine, so bei Ausrüstung und so ist das, glaube ich, so ein bisschen offensichtlich auch, ne? So, oh, das ist mein Supertank wieder. Weil ich glaube, man kann irgendwie so Esper wechseln oder so, ne? Beinahe nicht gesehen. Gunst des Feuers, Feuerschwall. Das ist, glaube ich, diese Fähigkeit, die ich noch nicht habe, ne? Weil ich noch nicht gelernt habe. Lass mal gucken. 395. Ich wollte mal für irgendwas hier sparen, ne? Feuerschwall. Das ist eine Wallenflamme und die Gegner schon wie beim Aufbau. Nur was? Was ist das? Was mich hier verwirrt, ist irgendwie, ah nee, das hier wollte ich hochleveln, ne? Phoenixflug, damit wir weiter fliegen können, ne? So, wo kann ich noch mal? Irgendwie konnte ich Dreieck, mein Gott. Maximale Distanz wird erhöht. Ja. Okay, es gibt einmal verbessern und gemeistert. Meistern, lernen, ne. Anzahl der Wellen wird erhöht. Lässt sich jeder erstmal zuordnen. Sie sagt, genau das ist schon ein bisschen offensichtlich so, ne? So, ja, diese Fähigkeit kann auch bei jeder S-Bahn eingesetzt werden. Das heißt, wir kriegen irgendwann andere S-Bahn, ne? Hm, das wäre eigentlich auch nicht gut, ne? Eigentlich nicht schlecht. Aktivierungsfenster wird verlängert. Hm. Okay, warten wir für das hier, ne? Weil ich suche immer, so Fähigkeiten, die irgendwie. Oh Gott sei Dank. Die uns irgendwie so auf Dauer irgendwie. Ja. Ich bin lieber so für passive Sachen. Wir haben Befehl zum Rückzug. Hi, Bagie. Einige Gegner wirken die Bagie Vita. Verbindet in ihrer Nähe zu ein. Es fühlt sich gegen Heil zu verwenden, zuerst ausschalten. Dann macht man das. Au! Ah, was du da? Ja, genau auf dem Wörtchen. Sehr gut. Das war's. Alles klar. Wie viele Punkte braucht die 600, ne? Von wo kam ich da, ne? Wo kam ich von hier? Wie gesagt, ist sehr dunkel. Ich sehe manchmal ja nichts, ne? Das Spiel ist so dunkel, ne? Game of Final Fantasy 16, ne? Das Spiel hat irgendwie mehr von Game of Thrones als Final Fantasy. Manchmal, wow, 2 Geld, danke. ja, hätte ich nicht gedacht, dass das Spiel irgendwie so dunkel ist. Das Spiel ist halt dunkler als Final Fantasy 15. Da ging es wortwörtlich darum, dass die Nächte länger werden. So, wie komme ich denn jetzt da unten? Aber darum Gegenstand. Im Final Fantasy 15 ging es wirklich darum, dass die Nächte irgendwann länger werden. Und das ist ein Big Deal in dem Spiel, weil halt die Gegner da, weil es da so bestimmte Monster gibt, die nur nachts auftauchen, die sehe ich ja. Und die tauchen nur im Dunkeln auf. Deswegen ist Licht irgendwie so wichtig in Final Fantasy 15, ne? Dagegen ist das Spiel ja übelst dunkel. Das ist nicht die
Durchschnittsdunkelheit. Das ist fortgeschrittene Dunkelheit. Aber warum nicht, ne? So ein bisschen an dem Fall von Game of Thrones anknüpfen, ne? Warum nicht, ne? Man muss ja auch mal sein, ne? Habe jetzt nichts irgendwie so Reviews mäßig und danach geguckt, ne, wie gut das Spiel angekommen ist. Ich meine, es ist gut angekommen, ne, aber ich habe mir jetzt nicht irgendwie Reviews oder so angeschaut. Fällt mir gerade ein, ich habe irgendwie so einen Gegenstand bekommen vorhin. Aber Feuerschwall. Aber ja, keine Ahnung. Es ist Final Fantasy, von daher ist es. Final Fantasy macht nicht viele Sachen falsch, ne? Ich glaube nicht, dass es da irgendwo draußen ein schlechtes Final Fantasy gibt, ne? Und ich mag Final Fantasy 13, echt, ne? Aber ich weiß, viele mögen Final Fantasy 13, sonst würden nicht irgendwie, weil nicht 3 Spiele davon rausgekommen sein, ne? Weil ich gab ja Final Fantasy 13, dann 13.2 und dann irgendwie hier Lightning Returns hier, wo uns wieder weil nicht Final Fantasy 13 ging es um die Gruppe, dann geht es um die Schwester von der Hauptcharakterin, dann ging es wieder im dritten Teil um die originale Hauptcharakterin, aber die Story war irgendwie so. So, wer von euch ballert? Was hast du? Ah, mir hat der 13 total nicht gefallen, ne? Kampfsystem war so kacke, die Charaktere waren nicht interessant. Hätte jetzt noch jemand am einen. Herrlich. Boah, wer ist denn hier die ganze Zeit am einen? Oh, wow, das ist ja echt nervig. Ich kann ja nicht genau sehen, wer ja. Ihr seht mir ja alle gleich aus irgendwie. Das ist ja dunkel, ich sehe gar nicht her, wer. Du. Wenn du jetzt irgendwie so weiße Roben tragen wirst wie ein Weißmagier oder so, dann würde ich dich eher erkennen, ne? Aber. Ihr trägt alle so dunkle Lederklamotten und so, ne? So mittelalterliche Klamotten. Kann ich gar nicht alle unterscheiden. Na, komm mal her. Aber meinten ja auf einmal so viel aus, alle. Ja. Ich weiß gar nicht, wie gut Final Fantasy 13 allgemein angekommen ist. Ich persönlich finde es kacke, also ich glaube viele andere auch. Also komplett lineare Story, Charaktere sind nicht so interessant. Weil ich, die haben viele neue Elemente eingeführt, die ganzen Falsi, LC, diese ganzen Begriffe und all so weit, weil nicht. Ja, die haben ja diese ganz neue komplette Unterkategorie eingefügt. Von neuen Final Fantasy spielen, ne? Da kam irgendwann Final Fantasy Type 0, das irgendwie im gleichen Universum gespielt hat oder so, weil da auch irgendwie so, weil nicht Falsi und LC und also was gab. Gibt es irgendwie so einen Namen, der Kristallarium irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, weil ich dieses ganze Universum finde ich allgemein nicht so interessant hier. Fühlt sich nicht mehr so wie Final Fantasy an. Okay. Ja, ich habe mich vielleicht mal halt. Nein, ich habe schon wieder. Boah. Warum machen die denn auch auf den Steuerkreuz? Ey? Ich verklick mich hier die ganze Zeit.
Boah. Ja, keine Ahnung. Final Fantasy 13 hat auch das schlimmste Ausrüstungssystem aller Zeiten, wo alles irgendwie auf Geld hier angewiesen ist. Oh, um diese Waffe zu kaufen, musst du Geld ausgeben. Oh, um diese Waffe auszurüsten, musst du Geld ausgeben. Das Allerschlimmste an dem Spiel ist, an Geld zu kommen in dem Spiel, weil man, weil wie kommt man an Geld in normalen Rollenspielen, ne? In den meisten Rollenspielen, vor allem japanischen Rollenspielen. Ja, du machst Kämpfe, ne? Wie kommst du an Geld in Final Fantasy 13? Ja, indem du Sachen verkaufst, die du vom Gegner bekommst, was voll nervig ist, ne? Ja, du bist die ganze Zeit im verdammten Menü drin, ne? Um Sachen zu verkaufen, die du dann wiederum, mit denen du wiederum Waffen hochleveln kannst, und ist halt sehr dämlich geregelt. Also das Kampfsystem will ich gar nicht erst ansprechen. Das komische Paradigma-System, oder irgendwie so Rollenzuteilung hast in einem Kampf. Ja, du musst eine Teamkonstellation ausstellen zwischen einem Brecher, einem Verheerer, einem Manipulator, einem Argumenteur. Das sind keine Final Fantasy Begriffe, weil es ist voll dämlich gemacht. Ich habe den dritten Teil gar nicht gespielt, ehrlich gesagt, hier den Lightning Returns, da habe ich schon keinen Bock mehr gehabt, ey. Den zweiten Teil habe ich noch gespielt, der hat auch einige Sachen besser gemacht. Was die auch blöd gemacht haben, ist, dass der Charakter, das Spiel hat ja nur so halbwegs hier so ein rundenbasiertes System, so mit so Gruppenmitgliedern und so, ne, die du alle steuern konntest und Befehle austeilen konntest, ne? So, aber wenn der Charakter stirbt, den du steuerst, ist Game Over. Was kacke ist. Das heißt, selbst wenn deine anderen beiden Charaktere noch am Leben sind, ne, und daneben stehen und der Kampf noch weitergeht, macht überhaupt keinen Sinn, wenn der Hauptcharakter stirbt. Das ist voll dämlich. Hat vorher kein anderes Final Fantasy gemacht. Dann haben sie in Final Fantasy 13 2 behoben. So. Aber sprechen wir was Gutes für dieses Spiel hier, ne? Anders als du. Zweimal schon hast du meine Schwestern bezwungen. Du hast außerordentliches Talent. Was machst du bei diesen Galgenvögeln? Wenn du Geborgenheit suchst, biete ich dir unter meinen Flügeln ein warmes Plätzchen. Du weißt genau, was ich will. Ich brauche kein warmes Plätzchen. Ich kann mir Feuer machen. Und ich lasse dich gehen. Du wagst es, mir Befehle zu erteilen? Du kleines, freches Lamm. Dein Geblöke werde ich nicht länger über mich ergehen lassen. Jetzt wird es Zeit für dich zu schweigen. Sieh der Wahrheit ins Auge, Träger. Niemand hört dir zu. Du bist allein. Komm, mein Lämmchen, auf die Schlachtbank mit dir. Oh, komm mal her. Ah. Au, Gott. So, ich bin auf Torgal, gut. Ich gehe einfach durch diesen, ne? Au.
Muss er durchspringen? Da drüber springen meine ich. Aero gar. Oh ja. Ich klatsche mit meinen Flügeln. Oder meinen Federn. Aua. Was ist das? Lalalala. Oh, sie war am Brennen. Jedes Mal, ey. Zack. Oh, jetzt ist schon was tot. Oh, ich bin halt so gut, dass er jetzt so schnell mal fertig ist. Oh Gott. Was? Ja, jetzt habe ich dich. Ich frage nicht noch mal. Das wirst du bereuen. Das wäre so ein guter Moment, sich irgendwie in Ifrit oder so zu verwandeln, ne? Oh Gott. Die sind aber nur sehr großzügig mit der Zeit. Habe ich meinen Hund nicht mehr zum Heilen. Ah, jetzt muss ich mich selber heilen. Ja, ich gehe genau in der Richtung. Ah, okay. Ah. Au. Nein, ist jedes Mal, jedes Mal. Jedes Mal. Ah, ich glaube, man muss echt darüber springen. Was ist das? Müssen wir den Kampf gewinnen? Sieht mir ziemlich schwierig aus. Ich schaff die gar nicht. Sag mir nicht, wenn ich Feuerschwall hätte, könnte ich das hier alles zurückwerfen. Was ist da als Magie? Ja, guck, wie viel AP die hat, ey. Was ist das? Ja, ich wollte schon sagen, die hatte gerade irgendwie voll den Riesenfuß oder so. Mir doch nicht eingebildet.
Zack. Oh, schon wieder gebrochen, sehr geil. Oh, guck mal, wie gut ich das jetzt kann. Genau wie, no. Ist genau wie mit Neros hier Aufladeschwert. Der Devil May Cry 4. Oh Gott. Ich glaube, da will ich weg von, ne? Den Angriff hast du gerade schon eingesetzt. War ja schon wieder eins von diesem Spiel, was irgendwie voll viele Streamer spielen werden, ne? Und sich aufregen oder irgendwie sowas, ne? Wenn ich mir jetzt so vorstellen. Da will ich, glaube ich, weg. Nein! Gott, da war knapp. Ich kann schon wieder sehen, wie einige Streamer hier an einigen Bossen ja irgendwie 5 Stunden lang dran setzen. Oh. Nein, so weit entfernt. Da war es nicht so gut abgeteilt. Wann haben wir sie da? Und ich wette, alle werden den Hund immer feiern, sobald er irgendwas macht, ne? Einmal brechen bitte. Ja. Alter. Ich glaube, du hast ja den Nick gebrochen. Habe ich mal bitte ganz hoch. Nein, bitte nicht. Ha! Berühren der Figur mit dem Pfoten ist verboten. Das ist übrigens ein Satz, der im Final Fantasy 9 vorkam. Ich weiß nicht, wo das Original herkommt. Mein SpongeBob ist halt ja auch ein Satz, ne? Au. Alter! Nein, Mann. Ah. Oh, so viel hast du gar nicht mehr. Nein, nicht schon wieder. Oh, er hat mich daraus gerettet. Sehr gut. Nein. Nein, geh weg. Au, 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 au. Nicht so gut gebrochen.
Da war wie schnell da angefahren. Kein Wunder, ob ich da von getroffen hätte die ganze Zeit. So, jetzt bist du dran. Zack. Oh. 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 Oh mein Gott, diese Kämpfe, ne? Ich liebe es. Schwierig sie sind. Cool. Ich scheine immer die gleichen Werte zu bekommen, ne? Ich scheine immer 50 LP zu bekommen. Der Wille des Feuers, Lohn schwingen. Und dann von Lohn schwingen um 10%. Oh, nicht schlecht. Sag dir warum, Benedikta. Er kämpft für etwas, an das er glauben kann. Sei still! Was willst du hier? So, das war's. Der Dominus, wo ist er? Wer? Was bist du? Clive? Ordentlich in Garuda. Keine Sorge, passiert jeden einmal. Sie ist weg. Was ist passiert? Gib sie her! Gib sie her! Gib sie her! Milady! Wo ist sie? Wo ist Garuda? Gib sie zurück! Fasst euch, Milady. Wir brauchen euch doch. Was ist hier los, verdammt? Ihre Kraft, du... Du hast sie ihr genommen. Aber wie? Oh oh. Ich hoffe, die Träger sind schon raus. Clive, der Laden bricht gleich zusammen. Und dann will ich nicht hier oben stehen. Wenn dein Dominus schuld am Feuer ist, und da wette ich drauf, ist er längst weg. Verdammt nochmal. Ja. Lopf. Was war das? Unsere Ablenkung hat funktioniert, Euer Gnaden. Die Gefangenen konnten fliehen. Gehen wir. Ja.
Alles klar. Joshua? Fragezeichen. Oh, sieh doch, der Morgen bricht an. Oh, endlich mal ein bisschen Helligkeit. Gleich kommt die Frühschicht, die ohne ihren morgendlichen Haferschleim sicher nicht gut gelaunt ist. Komm, wenn die uns hier beim Kerr erwischen, dann könnten sie voreilige Schlüsse ziehen. Oh nein. Gut. Was machen wir denn dann? Sturmzeichen. Die Macht des Windes. Clive hat sich ein Stück der Essenz Garudas einverleibt. Das Beschwören von Garudas Kraft ändert nicht nur die elementare Ausrichtung deiner Magie, sondern gibt dir auch Zugriff auf mehrere neue Esper-Fertigkeiten, wie zum Beispiel Krallentanz, einen wahren Wirbel tödlicher Krallenhiebe. Mehr Fertigkeiten, ja. Garudas Esper-Kraft. Mit Garudas Esper-Kraft fatal umarmen kann Clive kleine und leichte Gegner zu sich ziehen. Größere Gegner können umgeworfen werden, wenn ihre gelbe Willenskraftleiste unter 50% gefallen ist und dadurch ins Schwanken geraten sind. Oh. Nice. Drücke L2, um zwischen deinen Esper zu wechseln und auf diese Weise eine Angriff mitten im Kampf. Geil. Ich dachte, ich müsste halt jetzt irgendwie im Menü oder irgendwie sowas ändern. Esper Fertigkeiten sind für den runden Leiste der entsprechende. Der Fertigkeit anders wird durch die Farbepunkte jetzt rechts um. Also teilen die sich keine Abklingzeit. Hast du sie jetzt oder? Ja. Ist in mir, bei meinen Flammen. Vielleicht solltest du sie mal ausprobieren. Was kann schon schief gehen? Machen wir hier. Ein Mann namens Margaret. Aber hat den seinen Namen, haben wir den seinen Namen schon gehört? Also, was ich mal nachgucken wollte, ist Weltkarte. Ja, sind wir hier. Ah, ist nicht verfügbar gerade. Okay, ja, dann wollen wir nicht nachgucken. Nice. Was sagt man hier so Fertigkeiten? Garuda einverleibt. Ah, guck mal hier. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, stimmt ja, 8, hat er ja gesagt, ne? Rochade oder Rochade. Hm, aber ich wollte irgendwas anderes erstmal lernen, ne? Das hier, ne? 500. Effektes Ausweichen, ja. Ich glaube, das könnte nützlicher werden, ne? Dass mir die ganzen passiven Sachen hier lernen. Ah, den benutze ich nicht oft. Den benutze ich auch nicht oft. Was hat der, den benutze ich auch nicht oft. Hm, lernen halten. Wow. Hm. Tun wir die mal lernen hier, ne? Einfach nur um zu gucken. Ist das irgendwie eine Fähigkeit, die ich ausrüsten muss. Ja. Dann nehmen wir anstatt. Die macht mehr Schaden, ne? Aber die ist mehr so. Na. Wollen wir mal ausprobieren, ne? Lohnschwingen, Feuerschwall. Da mache ich aber nicht mehr dieses eine Ding, ne? Lohnschwingen, Feuerschwall. Dann gibt mir das Abzeichen der Stärke, ne? Stärke, Schutzes, Kleriker, alles klar. Okay. Boah, ich brauche ein paar Tränke. Cool. Es ist wie jetzt, wenn du irgendwie so eine neue Schusswaffe in Devil May Cry bekommst, ne?
Also wir machen einen auf Mega Man, ne? Wir erledigen unsere Gegner und bekommen dann deren Fähigkeiten, ne? Das läuft das hier ab. Ja, genau deswegen schaue ich mich hier um. Habe ich eine Karte? Habe ich sogar tatsächlich. So, da müssen wir nicht hin, deswegen gehen wir da hinten. Einfache Schlussfolgerung, ne? Gut, aber ich mir schon irgendwie gedacht, entweder wir freuten uns mit den ganzen S-Bahn an, ne? Oder ja, wir bekommen deren Kräfte, ne? Oder können uns in die verwandeln oder was weiß ich. Ich habe mir irgendwie gedacht, weil das sah mir jetzt irgendwie nicht aus wie so eine volle Verwandlung, ne? Weil man hat ja schon gesehen, wie so Shiva und Titan aussehen, ne? Weil Shiva sieht normalerweise aus wie so eine Frau, ne? Wie so eine normale Frau, die irgendwie, ja, Eisbärsch. Und Titan ist auch irgendwie so ein Riesentyp, ne? Und Sid ist ja eindeutig Ramu dann, ne? Wegen Elektrizität, ne? Und er hat auch nicht irgendwie die Form von Ramu angenommen, wirklich. Die haben irgendwie so Hybrid-Form irgendwie so angenommen. Deswegen, ja, habe ich erst gedacht, wir sind auch Gegner. Lass mal da ein. Was sagt mir? Was sagt mir das Ding hier? Weltkarte. Ja, ich kann auch nicht, oder? Nee. Und sagst du mir dann hier? Mein Gott. Na, gucken wir mal. Ist doch egal. Oh, nice. Das hat nochmal Kampfthema. Au. Boah, sind zu viele Gegner gerade, ne? So, und dann kann ich hier wechseln, ne? Das ist Feuerschwall, genau. Und dann kann ich die ganze Zeit hin und her wechseln. Aber dann kann ich halt doppelt so viele Fähigkeiten hier einsetzen. Au. Dann kann ich ja doppelt so viele Fähigkeiten jetzt einsetzen, ne? Von diesen super Fähigkeiten, ja. Das ist doch nicht schlecht, ne? Ja. Also ein typischer Devil May Cry Move, ne? Man haut die so nach oben, ne? Ich muss mir angucken, das Feuerschwall jetzt. Komm mal her. Du auch. Ich hab gesagt, du auch. Okay, dürfte die Kämpfe ein bisschen interessanter machen jetzt, ne? Aber alle Elemente irgendwie beherrschen können, ne? Wir werden dann der Herr der Elemente. Das ist wie ein Avatar, ne? Da sollen ja auch irgendwie wahrscheinlich 4 Serien irgendwann rauskommen, ne? Erst ging es um Luftbändiger, ne? Dann nächste Serie ging es ja um Wasserbändigerin, ne? Ja, nächste ist Erdbändiger, ne? Das und die letzte wird dann Feuerbändiger. So läuft das jedenfalls ab, ne? So wie ich das verstehe. Irgendwie sogar weit mit dem Zirkel irgendwie so zu tun, wie der Avatar wiederbelebt wird, ne? Das ist, glaube ich, sogar der richtige Zirkel, ne? Luft, dann Wasser, dann Erde und dann Feuer, ne? Tue ich mal so, als würde ich mich damit auskennen, obwohl ich hier die Korra hier nie geschaut habe. Ich weiß nur, dass es ein Ding ist. Hier, und dann gebe ich, soll die Serie gut sein.
tränkemäßig aus. Oh, gar nicht mehr schlecht. Aber wegen 5 Geld, wenn ich jetzt hier untergekommen. Hey. Hi. Warum kann ich irgendwie Magie? Da habe ich da gerade zurückgeschossen. Ich glaube ja, ne? Ja, was Neues zum Spiel, muss man neues Spielzeug ja ausprobieren, ne? War Parade. Ja, aber kann ich dann auch hier? Ja, kann auch dann. So, Angriff und dann Magie, Angriff, Magie. So gehe ich ihn auf ihn los. Was ist doch für ein Angriff? Ich merke gerade, wie viel er aushält. Okay, also immer noch Feuerangriff. Okay, knapp vorbei. Ja, das ist stylisch aus. Was, oh, ich bin ja gefangen, sehe ich gerade. Ich kann aber nicht raus. Der habe ich in ein Kampffeld hier eingesperrt. Was ist das? Die Tales of Serie? Nein. Das gibt's. Schieß mal einen Feuerball auf mich. Schon, ich weiß, du willst es. Zack. Herzkopf. Könnt ihr es wagen? Alter, wie lang ist das? Zack, zack, zack. Gegner bezwungen. Prey slayed. Wie gesagt, mein Dark Souls Beute erledigt, also ja, cool. Alles klar, dann mal weiter. Überhaupt kein Aufsehen hier erregen. Taxi, wir haben Auftrag. Holla, ich bin's nur. Mann, Gav, bist du eigentlich lebensmüde? Na, das sagt der Richtige. Ah, ihr habt euch ganz schön ausgetobt, was? Hier lang. So ein bisschen, ne? Okay. Zwei die Träger nicht befreit habt, wer dann? Geht aber nicht. Gute Frage. Santa auf 10 wechseln. Jemand, der sich nicht mit einer Hapühe rumschlagen musste. Hapühe? Hauptsache, sie sind sicher. Und das sind sie. Dank deiner Hilfe, Gav. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Und er ist fündig geworden? Nein. Dabei waren wir so nah. Dann suche ich ihn. Aber warum? Ich habe auch Familie verloren. Meine hat der Kaiser auf dem Gewissen. Manchmal hilft einfach nur die Hoffnung auf Rache. Danke. Wir sehen uns, Freunde.
Ich glaube, er mag dich. Was genau hat er nochmal gemacht? Sollte er nicht eigentlich Benedikta verfolgen? Um uns zu sagen, wo sie ist? Sie ist weg. Weg. Milady, ihr müsst stark sein. Wir bringen euch hier. Weg, weg, weg! Was soll ich nur tun? Barnabas? Wann erreichen wir die Küste? Aber sie wird sich sowas von uns anschließen. Sonnenuntergang. Weil sie nicht zurückgehen kann zu dem Dings, ne? Wo sie wird umgebracht. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Milady. Ich hab gerade eine Axt gesehen. Oh Mann. Was haben wir denn hier? Sieht nach einem wahren Prachtstück aus. Als redliche Händler sollten wir unsere Ware gründlich inspizieren. Oder was meint ihr? Oh, man tut nicht das, was ich denke, was ihr tun werdet. Wir müssen nicht so hart extrem Game of Thrones machen, okay? Ja, ich glaube, jetzt verwandelt sie sich ganz in Garuda. Naja. Ja, ich glaube, das ist nicht gut. Ja, haben wir mitbekommen. Macht gerade ein bisschen starken Wind. Seht. Spürst du das auch? Garuda. Bei den Flammen. Tja, das ist ein bisschen... nicht gut. Sie auf. Was willst du? Da war sie wieder. Dieselbe Stimme. Verdammt noch mal, musst du deshalb da reinlaufen? Und weg ist er. Clive, ich glaube, du verstehst nicht. Das ist kein windiges Wetter, in das du da läufst. Benediktas Jähzorn ist unberechenbar. Und das an einem guten Tag. Wer weiß, was uns da drin blüht? Das ist mir egal. Ich brauche Gewissheit. Ein für alle Mal. Ja, aber erst in der nächsten Folge, ne? Kann ich jetzt speichern? Ja, ne? Jo, kann ich. Gut, dann würde ich sagen, ja, und zu diesem Tornado gehen wir dort nächste Mal, ne? So interessant, wie das auch ausschaut, ne?
Ja, was soll mir das hier zeigen? Ich weiß nicht, was das mir zeigen soll. Ja, jetzt kann ich mich teleportieren. Ich will jetzt irgendwie lachen, wenn jetzt irgendwie steht Auftrag. Hilft den Kellner noch weitere Klamotten durch die Gegend zu schleppen. Aber gut, ja, gut. Mit diesem Bildchen hier verabschiede ich mich für heute und beim nächsten Mal stellen wir uns dann Garuda, ne? Würde ich sagen, ne? Ich habe gerade noch gesagt, so, ich fand das irgendwie komisch. Wir kriegen Garudas Kräfte, bevor wir irgendwie gegen Garuda kämpfen. Das ist irgendwie, macht irgendwie wenig Sinn, ne? Und dann, ja, 5 Minuten später, ja, stellt es ja raus, ja. Ich glaube, wir bekommen unseren Kampf gegen Garuda noch, ne? Gut. Aber in der nächsten Folge dann, würde ich sagen. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.